Wow. Da gehe ich nachher vielleicht runter, Leute. Geh doch einfach. Ach, verdammt. Na toll, jetzt habe ich aus Versehen weggezogen. So ein Mist. Ich wollte doch erst später hier runter. Na egal. Jetzt bin ich hier. Nein, noch nicht. Ah, hier geht es auf. Aber das ist schön, wenn wir da nicht runtergefallen, hätten wir das nicht gesehen. Da liegt irgendwas. Ein Dolch. Tonhumpen, Tonteller. Hier ist nichts drin. Das sieht aus wie ein riesiger Thron, so ungefähr. Das sind Bücher. Glaubenseifer haben wir schon. Den nehmen wir mit. Und ein Schädel. Ja, ist doch schön. Das gefällt mir, sowas Tolles. Ah, jetzt sind wir hier. Ah, der Arm hat mich irritiert. Da drüben sehe ich nicht so weit. Hier ist doch schon irgendwie alles heruntergefallen. Sogar ein Loch in der Decke bis an die Oberfläche. Und was ist hier drin? 74 Gold. So, und da komme ich jetzt dann hier wieder raus. Wahrscheinlich. Wir haben jetzt auch alles durch. Ja, genau, wir sind hier fertig, Leute. Super. Ja, tolle Sache, Leute.
Gefällt mir. Speichern wir. Hat funktioniert. Das gefällt mir doch viel besser. So, 901. Wir könnten noch knapp 160 Kilo tragen. Ich glaube, ich würde lieber wieder verkaufen gehen wollen, Leute. Wir reisen also wieder kurz nach Tigeln. Es ist dunkel, oder? 3 Uhr morgens. Ja, dann reden wir jetzt mit ihm. Macht diese Fackel aus. Wollt ihr etwa, dass man uns miteinander reden sieht? Okay. Ah, ich bin froh, dass ihr kommt. Also, seid ihr an einem Nebenverdienst interessiert? Ja. Hervorragend. Es ist eine einfache Aufgabe. Ja, ihr müsst nur eine einfache Aufgabe erfüllen. Wie lautet die Aufgabe? Ich glaube, ich weiß es schon. Dieses Leben, es ist so voller Schmerz. Wo ich auch hinschaue, ich sehe Tod, Sterben, Verfall. In meinen Träumen sehe ich eine Welt ohne Sonnenschein. Ich muss ständig würgen oder schlafe ein oder schreie jemanden grundlos an. Ich habe das alles so satt. Warum begeht ihr nicht einfach Selbstmord? Also, wir haben ja schon das Gerücht gehört, Leute, dass in Tigeln jemand ist, der jemanden sucht, der ihn umbringt. Und ich glaube, das ist er hier. Und wir fragen jetzt einfach, warum begeht ihr nicht einfach Selbstmord? Wenn er das eh schon möchte. Habt ihr diese armen Seelen auf dem Freitodhügel gesehen? Denkt ihr, ein solches Leben ist besser als dieses hier? Nein, ihr müsst mich töten. Wie möchtet ihr sterben? Ich will nicht wirklich wissen, wie es passiert. Ich möchte hier in der Stadt sterben, damit mir all diese Leute endlich glauben. Dann würden sie sich wünschen, sie wären netter gewesen. Ihr wollt aber sicher keine Zuschauer dabei haben, damit ihr keine Probleme bekommt. Es sollte am besten nach einem Unfall aussehen. Aber denkt daran. Ich will nicht wissen, wann und wie es passiert. Überrascht mich. Es soll also wie ein Unfall aussehen. Und wie? Naja, das ist eure Sache. Ich werde mein alltägliches Leben weiterführen und so tun, als ob sich nichts geändert hätte. Macht es, wann immer ihr möchtet. Aber bitte macht es bald. Und was ist mit der Belohnung? Ach, das. Wenn ihr mich tötet, nehmt den Schlüssel zu meinem Haus. Ich habe nichts wirklich Wertvolles, außer dem Inhalt eines Schmuckkästchens. Ihr könnt es nehmen. Na gut, ich tu mal so, als sei alles normal. Tut, was ihr tun müsst, und zwar möglichst bald. Aber lasst mich zuerst weggehen, damit ich nicht weiß, wann es passiert. Nein, nicht so! Bitte, nein! Okay. Diese Quest gefällt mir irgendwie, glaube ich. Hieros Clotumnus hat mich gebeten, ihn zu töten. Dann sehen wir doch mal nach, was so sein Zeitplan ist, Leute. Wir beobachten ihn jetzt einen Tag, um die perfekte Gelegenheit zu finden, ihn zu töten, so dass es nach einem Unfall aussieht. Vielleicht geht er irgendwo hin und wir können ihn aus Versehen runterschubsen. Aber ich glaube, ich möchte das speichern. Hat funktioniert. Ich mag es, wenn etwas funktioniert, Leute. Wenn Fallschaden auf Leute übertragen werden könnte, auf die wir fallen, das wäre ja geil. Einfach runterfallen. Oh, tut mir leid. Du standest zufällig unter mir. Hat der Hund gerade versucht reinzukommen und das war abgesperrt? Wie geil.
Na, komm. Fall runter. Na gut. Ich tue mal so, als ob alles normal wäre. Tut, was ihr tun müsst. Okay. Ich will dich runterschubsen. Seid gesegnet, Bürger. Hat irgendwie nicht funktioniert. Da steht ja auch diese blöde Wache hier. Wahn Gotts Segen. Geht mit unserem Herrn. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Moment mal. Da unten ist eh schon die Leiche. Das ist also ein beliebter Punkt für Selbstmord. Krieg ihn da nicht runter, Leute. Hyros Clutumnus ist tot, wie er es wünschte. Jetzt kann ich mir meine Belohnung aus seinem Haus holen. Der Schlüssel sollte sich bei seiner Leiche befinden. Hey. Wow. Endlich Frieden. Oh. Danke. Endlich Frieden. Danke, danke. Bleh. Hat ein bisschen gedauert, aber es hat funktioniert. Ich habe hier Hyros Clutumnus Hausschlüssel. Ich sollte mir meine Belohnung aus seinem Schmuckkästchen holen. Das war eine Quest der anderen Art, Leute, aber es hat Spaß gemacht. Im Prinzip ist das ja jetzt unser Haus, Leute. Ich würde sagen, das ist jetzt unser Haus. Was hat er hier gemacht? In seiner Freizeit. Boah. Kaufe ein Haus in Neu-Shirgorod, Leute. Ich hoffe, das gibt es. Mein Haus in Shirgorod, das würde ich mir wünschen. So, ich klau mir hier trotzdem alles, Leute. Wer soll mich schon... Ah nein, die Sache möchte ich nicht. Clown. Eigentlich den billigen Wein auch nicht, eigentlich. Was will ich damit? Weg damit. Pergament. Steht nichts drauf. Ganz viel Papier. Raulederschuhe. Liturgide Gebrechen. Ist bestimmt auch nicht gestohlen. Testament von Hyros. Ich habe mir meine Belohnung geholt. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was war das? Ring des Glücks. Festigen Persönlichkeit, unter Wasser laufen, Licht und Feder. 25 Punkte. Was haben wir hier? Stärke 10. Das sind, glaube ich, 50 Punkte. Ist also besser. Und hier auch. Tja, da kann der Ring des Glücks nicht mithalten. Ja, ich glaube, der war das. So, sein Testament. Ich möchte schon seit einiger Zeit sterben. Es läuft einfach nicht so, wie es sollte. Eigentlich ist es noch nie so richtig gelaufen. Es scheint niemanden zu interessieren. Überhaupt scheint mich niemand richtig wahrzunehmen. Nicht, dass ich viel zu sagen hätte. Selbst wenn mich jemand zum Freunde haben wollte. Ich wäre sowieso ein lausiger Freund. Wahrscheinlich langweile ich sogar den, der diese Zeilen liest. Ich finde mich ja selbst langweilig. Nicht, dass irgendjemand je diesen Brief finden wird, aber was, wenn doch? Wenn ja, dann bedeutet das, dass mir mein größter Wunsch gewährt worden ist. Warum fehlt hier das Ö? Nämlich zu sterben. Nein, dies ist keine Selbstmordnotiz. Das würde ja bedeuten, dass ich mir das Leben selbst genommen hätte. Und wir alle wissen, was das bedeutet. Wer will schon diese Art der Existenz, jeden Tag auf einem Hügel wiedergeboren zu werden, wiederhergestellt, als wäre gar nichts gewesen? Das wäre noch schlimmer als das Leben, das ich jetzt habe.
hatte. Ja, ja, ja. Ich bin sicher, dass ich jetzt glücklich bin. Mein totes Ich. Das Ich, das diese Zeilen schreibt, ist überhaupt nicht glücklich. Ist nie wirklich glücklich gewesen. Jedenfalls ist der Zweck dieses Schreibens, mich bei demjenigen zu bedanken, der mich getötet hat. Mein einziger Besitz ist dieser sonderbare kleine Ring. Ein Zauberer hat ihn mir mal geschenkt. Er meinte, ich würde ihn an seinen toten Sohn erinnern. Ich glaube, jetzt bin ich seinem toten Sohn noch ähnlicher. Jedenfalls meinte er, dass es mich glücklich machen würde. Mir die Last der Welt von den Schultern nehmen oder sowas in der Art. Wenn ich es mir recht überlege, war das das einzige Mal, dass mir jemals etwas geschenkt wurde. Ich persönlich halte das Ding für wertlos, genau wie mich. Ja, ich habe es eine Zeit lang mit dem Glücksring versucht. Aber irgendwann wollte ich ihn nicht mehr tragen. Ich fühlte mich immer so seltsam damit. Gar nicht wie ich selbst. Das gefiel mir nicht. Deswegen habe ich ihn weggeschlossen. Aber hübsch ist er schon. Dafür könnte es beim Händler ein paar Goldmünzen geben. Entschuldigt, dass ich nicht mehr hinterlassen habe, aber in meinem Leben habe ich es eben zu nichts gebracht. Euer sehr ergebener, Hieros Clotumnus, verstorben. Das lassen wir hier drin, Leute. Das gefällt mir, das lassen wir hier drin. So, was macht der Ring nochmal? Er soll die Last nehmen und ein glücklich machen. Ring des Glücks. Also Feder, das passt. Licht, ja, dann ist es halt immer hell. Unter Wasser laufen, ja, dann kann man nicht... Ja gut, dann kann man halt nicht... ich glaube, das über Wasser laufen. Und festigen Persönlichkeit. Ja gut, das festigen Persönlichkeit hat ihn anscheinend gestört. Ja, aber das ist jetzt theoretisch, Leute, unser Haus. Praktisch leider nicht. Da. So. 5.33 Uhr am Morgen. Ich würde gerne speichern. Hat funktioniert. Lebt der Typ jetzt wieder? Nein, sieht aus, als wäre er immer noch tot. Ja, er ist und bleibt tot. Okay, wir müssten warten. Aber auf warten habe ich ja gar keine Lust eigentlich. Hey! Wie lange müssten wir denn warten? Naja, noch 2 Stunden. Ja, komm, warten wir 2 Stunden. Oder halt, die schlafen doch sicher, oder? Wow! Seid gegrüßt. Ich wollte gerade noch ein bisschen Blut saugen, solange sie schlafen, Leute. So ein Mist. Na gut, dann warten wir jetzt noch 2 Stunden. Hoffentlich wird das kein Vampirismus. Und da ist der Vampirismus. Ja. Etwas Geschliffenes und Scharfes macht eure Feinde klebrig mit Blut. Natürlich. Gerüchte. Ihr solltet das Kuriositätenmuseum besuchen. Ich habe gehört, dass Una stets nach neuen Gegenständen für die Ausstellung sucht. Ja. Hier gibt's Waffen und Rüstungen. Vor allem Waffen. Scharfe. Das brauchen wir nicht. Das ist ein faires... Das auch nicht. Das ist ein faires Angebot. Nein. Ein faires Geschäft. Nein. Ein faires... Da habt ihr ein gutes... Das ist ein faires Angebot. So, Übermaß an Dieben. Weiß ich nicht, ob wir das haben. Aber die anderen beiden haben wir, glaube ich, nicht. Deswegen lassen wir das. Smaragd kann weg. Unreiner Saphir, unreiner Smaragd. Das finde ich annehmbar. Das ist doch schön, wenn du das annehmbar findest. Wir haben plötzlich unglaublich viele Gifte. Das finde ich annehmbar. Wiederherstellen Glück, machen wir das doch mal. Wiederherstellen Intelligenz auch.
Das brauchen wir nicht. Das ist ein faires Angebot. Das auch nicht. Das erscheint mir fair. So, dann das erscheint mir fair. Ebenholzstiefel haben wir definitiv. Da habt ihr ein gutes Geschäft gemacht. Oh, ich habe noch nicht repariert. Fällt mir gerade auf. Da kriegen wir ja mehr Geld dann.